Bei meine Moin. Ja, wollen wir wieder eine Runde truckern, wa? Wollen wir schauen, was hier abgeht. Mal gucken, was er hier so hat. Nichts Dickes. Wollen wir nach Polen? Dresden? Na, warte mal, wir gucken mal ganz kurz. Rostock sind wir. Und in Rostock ist aber auch nichts Schwerlastiges. Siebzehntausend, 18.000. Ist wieder nach Polen rüber. Ach komm, eiern wir mal nach Polen, ja. Aber wo ist er? Habe ich ihn jetzt eingenommen oder nicht? Sag mal. Ach, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, warte, warte, warte. Bin ja nicht hier auf die Firma gegangen, wo muss ich denn das Ding jetzt abholen? Hello? Ach du Schreck, warte mal ganz kurz. Ich habe hier irgendwas verkehrt gemacht, sehe ich gerade. Kleinen Moment mal. Ich bin nicht auf Multiplayer. Das gefällt mir gar nicht. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz beenden. Ich habe den hier geöffnet. Ich muss den da öffnen. So wird ein Schuh draus. Und fortfahren. So. Nichtsdestotrotz zeigt er mir hier nicht. Den will ich haben, du. Siehste, da hinten steht er doch. Ja, bevor ich hier jetzt Crash baue.
Ja, dann würde ich sagen, ab geht die Post. 433 Kilometer. Los geht's. So, wir haben, glaube ich, zerbrechliche Ware. Das heißt, große Ditscher und Rempler können wir uns nicht erlauben. Ich glaube, ich sollte mal tanken. Besser ist. ja. Ich glaube, da ist ein Glas kaputt gegangen. Nee, du, nee, du. Wenn man sich nur auf diese scheiße Navi konzentriert, ey. Ratzfatz, halt mal gegen die Leitplanke.
Nee, du, Nell. Ja, da bin ich mal gespannt, was das wieder für Abzüge gibt hier. Das dürfte ja wohl nicht wahr werden, du. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja, kommt auch, wenn man zu fix oder wenigstens nicht. Nee, nee, nee. Ja, 215 Kilometer noch. Dann sind wir da. In Pollen. Und sonst?
So, 150 noch. Siehst du, wieder ein Blick auf den Navi unten. Ne, schon kommt die Leitplanke näher. Kann man so durchscheppern. Was ist da vorne, eine Zugbrücke oder was? Hier kann man nicht so durchscheppern. Na, was kostet Wella? Was kostet Wella, hä? Wie ist Mol? Nix. Also vergessen abzubuchen. Ja, schönes Polen. Funke, ne, die ist an. Die Funke ist an. Ja, siehst du, kaum ist in Polen, stehen die LKWs quer hier. Was ist da los? Siebzig Kilometer noch. Sprit haben wir noch. Bei USS Tank. Da bin ich echt mal gespannt, was wir gleich am Abzüge haben hier. Frachtschaden hier. Schon wieder Maut. Kann ich hier nicht bescheißen? Na. Auch hier ist die Schranke zu. Ist nichts mit Bescheißen.
54 Euro, du. Für einmal Schränke aufmachen. Tja, tschüss. So, müssen wir runter. Ausfahrten sind mitunter aber auch ganz schön eng, ne? Da muss ich dir mal sagen. Ne? Dörfer, wo die Wohre hängen. Ne? Erster Aufenthalt, ja. Also wie tatsächlich auch der letzte, mein Freund. Oh, ist nicht allzu viel los, da brummeln ein paar LKWs rum, aber das hatten wir schon mal schlimmer. So, mal gucken. Müssen wir denn hin? Sieht man immer so schlecht auf dem Navi, ne? Ist das hier? Ja, ich glaube ja. Ich muss zurück. Richtig. So, mal einparken. Nehmen wir die IP-Punkte noch mit. Natürlich da hinten. Wo dann auch einer steht. Au, 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 au.
So, zwei mehr die Abzüge. Ausgezeichnet. Oh, kein Schaden genommen. Das hätte ich ja nun nicht gedacht. Dafür, dass das so eine zerbrechliche Ware war. Jetzt gucken wir mal. Zack, auf die Karte. Ja, deutsches Welle Polen. Und keine Frachten. Okay. Dann machen wir so. Schauen wir mal, was der Händler hier noch so hat. Zwei Pforten. Rostock. 22 Tonnen, da komme ich aber gerade her. Da bin ich. Fahren wir mal zum anderen, ne? Mal gucken, was da so los ist. Wir haben nach vorne noch einen. Mal gucken, was der hier so hat. Eine Tour, 16 Tonnen, aber das ist gleich um die Ecke, ja. Da kannst du den Radlader auch so hinfahren, Digga. Da mag wie nie. Da ist mir der Aufwand zu groß. So, was habe ich denn noch? Achso, ich muss mal andere Seite gucken. Ja, stell dir mal diese an. Da hinten ist auch noch einer. Fahren wir doch mal hin. Guck mal, der hat vielleicht noch sogar einen Schwertransport für uns. Und ja, 55 Tonnen. Wo soll es denn hingehen? An die tschechische Grenze, der Wett. Was wird das Mokwi? 55 Tonnen? Das ist ja mal eine Herausforderung. Klar, Mann. Der schafft das. Hallo? Kleinen Autokran hier. Den lutsche ich so weg hier. Ich muss noch mal gucken. Das war nicht so schön. Gleich mal gucken, ob die Liftachse automatisch runter geht. Die sollten wir schon in Gebrauch nehmen. Oh, hör auf zu piepen, ja. Und wieder runter, ne? Dann machen wir dann manuell. Die lenken natürlich auch mit. Der Anhänger, der will auch mitlenken. Oh, würde ich sagen, fahren wir mal los, wa? Oh, da hat er ein bisschen zu buckeln. Da seht ihr das, wie der hinten mitlenkt. Die Sache oder ja. Ja, so steht man natürlich nicht in der Ampel, aber tschüss.
Ach so, warte mal. Rundumleuchte. Ach ne, fähr nicht aus. Aber die Rundumleuchte, die können wir mal ändern. Grüner wird's nicht. Ja, dann wollen wir los. Der hat auf jeden Fall ganz schön zu kämpfen hier. Mal 55 Tonnen. Ist nicht ohne, ne? Wie geil der Trailer mitlenkt, das ist geil. Wenn ihr gerade in den Rückspiegel geguckt habt. Habt ihr es mitbekommen? Ja, das Doofe bei Euro Truck ist natürlich, das kostet alles extra, ne? Also wenn ihr Schwertransporte fahren wollt, dann müsst ihr euch so einen Zusatz runterladen. Wollt ihr Speziallackierung haben, Zusatz runterladen. Wollt ihr, was weiß ich, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Norwegen, Schweden und so rumfahren, müsst ihr euch den Zusatz runterladen. Und. Und so war das hier bei dem Schwertransport auch. Musste ich mir auch runterladen. Kostet noch 4,99. Ich glaube, wenn du diese Schweden, ich weiß gar nicht, was da alles bei ist. Wenn du diese Maps auch noch haben willst oder diese Länder auch noch haben willst, die kosten, glaube ich, sogar schon noch 18 Euro zusätzlich. Ja, also ist nicht ohne. Muss man denn wissen, ne, ob man das will oder nicht. Aber ist halt so. Deswegen, wenn ihr nämlich diesen Schwertransportzusatz nicht habt und ihr seht dann so einen LKW rumfahren mit so einem leeren Tieflader, ist der nicht wirklich leer, ihr seht die Fracht bloß nicht, weil ihr halt diesen Zusatz nicht habt. Ist so. Ist genauso mit diesen Scania, also die von Scania, von diesen LKW, den ich habe, gibt es auch noch so einen Zusatz, den habe ich auch noch nicht. Aber mein Kollege Reapy, der hat den Zusatz und den sein LKW, der sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Aber ich sehe ihn halt nicht so. Weil ich diesen Zusatz nicht habe. Aber den Scania-Zusatz, den werde ich mir auf jeden Fall nochmal ziehen. Wollen wir lieber nicht so jagen hier auf der Landstraße, ne? Ja, weil Scania ist halt ein geiler LKW. Und dann hat man halt noch ein bisschen geilere Lackierung und all sowas, ne? Ich glaube, der Zusatz kostet auch nicht so viel. Mal gucken. Komm, ein bisschen schneller kannst du ruhig, ne? Und auch irgendwann mal ankommen. Mal hoffen, dass die nicht so ganz so scharfe Kurven kommen.
Ja, Leute, ansonsten habe ich nicht viel zu erzählen. Was soll ich schnacken? So, 85 Kilometer noch. Da ist was von vorne gekommen. Uiuiuiuiuiui. Da hat es aber einen Crash gegeben. Oh, scheiß Kreisverkehr hier. Grüne Welle. Ja, ich werde hier mal ein bisschen mittig, damit ich hier auch gleich mit dem Arsch rumkomme. Jo.
50 Kilometer noch. Sprit habe ich noch. Siehste, I'm his lucky chef. Ist so. Junge, 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 Junge. Jetzt hat er aber noch zu kämpfen hier auf die letzten Meters. Schön bergauf hier. Und schon geht's wieder bergab. Du Vollidiot, Alter. Hätte mal kurz warten können, ey. Machen wir wieder selber. Sind wir selber? Glaube ich ganz unten. Die 55 Tonnen, die drücken aber du.
So, wo soll er rein? Da soll er rein. Natürlich wieder dazwischen, ne? Süße. Keine Abzüge. Jo, ich würde sagen, das war's dann erstmal wieder. Haben wir auch schon wieder. Was hat die Zeit? 48 Sekunden voll. Minuten. Ja, Sekunden, ne? Genau. Und ja, wir sehen uns oder hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen, Abo, alles. Meinetwegen auch einen Daumen runter, wenn nicht. Ist mir völlig lax. Freue mich, würde mich aber freuen für einen Daumen nach oben. Ne, ja. Gut, ihr Lieben, dann bis dann denn.